Oh je. Ahoi, ihr Halunken. Hallo, Püppchen. Ich hab nach einem Schatz gegraben. Dann geh und wasch dir die Hände, Schätzchen. Piraten sind böse. Die müssen sich nicht waschen. Und die essen nur richtiges Piratenessen. Oh. Weißt du denn, was richtiges Piratenessen ist, Püppchen? Nein, aber es ist bestimmt lecker. Möchtest du wirklich richtiges Piratenspeise? Ja, ich bin ja auch eine richtige Piratin. Na schön, wenn du das willst. Voilà, Essen für die Piratin. Bitte sehr. Ist das richtiges Piratenessen? Ja, Püppchen. Kalter Fischeintopf. Würstchen mit allerlei Kartoffelbrei. Lecker. Meine Leibspeise. Ich glaube, Piratenessen schmeckt mir doch nicht so gut. Die haben aber auch sehr hübsche Putzeimer. Wollen wir zusammen Piraten spielen? Piraten, sagst du? Ein guter Plan, Schiffskamerad. Wir segeln über die Meere. Ja. Und kapern fremde Schiffe. Ja, genau. Aber zuerst schrubben wir mal das Deck. Was? Deck schrubben. Oh, machen Piraten das auch? Selbstverständlich. Ganz besonders die richtig Bösen. Haha. Weiter so, Pirat. Noch ein paar Stunden und das Deck ist blitzblank. Machen Piraten sowas wirklich? Ei, ei, Captain. Ich glaube, Piratenarbeit gefällt mir nicht. Gärtner, spielst du Pirat mit mir? Weißt du, ich, Bitte, bitte. Na gut, aber nur kurz. Einverstanden, Prinzessin? Harr, komm mit, suchen wir den vergrabenen Schatz. Ha, genau. Was ist denn das? Das ist doch kein Piratenschatz, das sind Kartoffeln. Für mich sind das Schätze und sie schmecken einfach köstlich. Na komm, Schiffskamerad, wir brauchen nur noch 4 Karren voll. Ich will keine Piratenschätze mehr ausgraben. Was hast du, Prinzessin? Ich will keine Piratin sein. Ich dachte, dir gefällt es, böse zu sein. Jetzt nicht mehr. Das macht keinen Spaß. Ach so. Piraten essen ekliges Essen und müssen ganz fest schuften. Und der General und der Admiral wollen nicht mit mir spielen. Das ist gemein. Und meine Augenklappe juckt furchtbar. Nicht schön. Komm, Gisbert. Mama.